Ey, was eine geile Anmoderation, ehrlich. Jetzt habe ich wirklich gar keinen Druck. Erst wird davor gesagt, wer da vorne dran war, war Maschine und ich muss es dann Schwänze lutschen. Spitze. So, ja, ich komme aus Bayern. Ich bin noch nicht lange hier. So, das ist aber richtig geil, einfach hier zu sein. Ich bin wirklich hierher gezogen, um Comedy zu machen, und dass ich jetzt hier stehen kann, ist wirklich Gänsehaut. Sehr, sehr geil. Dankeschön. Ja, ich habe auch ein Handicap so. Ich bin schwerer Lebensmittelallergiker. Allergisch gegen Milch, Ei, Nüsse und Gluten. So, das Einzige, was es an einem Restaurant für mich gibt, ist das All-You-Can't-Eat-Buffet. So, und es gibt, ich will mich auch nicht beschweren, es gibt zwei Sachen, die mich richtig daran stören, dass ich Allergiker bin. Und Sache Nummer eins, und da müssen wir jetzt alle irgendwie gemeinsam durch, ich kann kein Bier trinken. Ja, da ist die Energie gleich weg. So. Und ich komme aus Bayern und Bier trinken gehört ja wirklich auch zur Lebenskultur so dazu. So. Wirklich, das ist pure Lebensqualität. Und ich glaube, es gibt in Bayern nur eine Sache, so, die mehr zur bayerischen Kultur beigetragen hat, wie Bierzelt. Und das ist Sex mit Verwandten. So. Ich habe euch auch so einen kleinen Merkspruch mitgebracht. Und zwar, in Bayern, da ist das Familienleben erst perfekt, wenn der Sohn neben dem Schaf auch noch die Schwester deckt. Das habe ich in der Schule gelernt. So, was ich auch gelernt habe, ist, mit dem Zirkel meinen eigenen Stammbaum nachzuzeichnen. Sieht dann aus wie ein großes Audi-Logo. So, und das ist meine Heimatstadt übrigens. Ganz liebe Grüße nach Ingolstadt. So, ist kein Wunder, dass Audi ihren Sitz in Bayern hat. Naja, so. Was ich auch cool finde, ist mir aufgefallen, es gibt dann auch so kulturelle Unterschiede. Wenn man sich hier in Köln familiär nahe steht, dann sagt man sowas wie, ah, da fällt der Apfel nicht weit vom Stamm. In Bayern sagst du, ah, guck mal, da schließt sich der Kreis. So, und deswegen, ich habe auch sehr viel Nachrichten geguckt in letzter Zeit. Und ich gebe euch mal einen Denkanstoß, weil es hat mich sehr verwirrt, als ich in letzter Zeit sehr oft gehört habe, dass Markus Söder auf dem CDU-Parteitag seine Kreise zieht. Schauen Sie, in meiner Familie geht's rund. Ja, die zweite Sache, die mich am Allergikersein stört, ist, dass, wenn ich sage, dass ich gegen Milch, Ei, Nüsse und Gluten allergisch bin, dann bekomme ich sofort die Antwort, Moment mal, Fabian, dann bist du ja praktisch wie so ein Veganer. Und das, finde ich, ist eine sehr steile These. Weil wir Allergiker, wir haben mit dem Verzicht angefangen so. Das war nicht freiwillig, aber we walk the walk, okay? So, und der Veganer hat sich gedacht, Mensch, das ist ein richtig cooles Konzept. I talk the talk, okay? So, deswegen sind für mich Veganer nichts als Möchtegern-Allergiker, okay? Weil wir Behinderten, wir sind das Original. So, wir sind das Nutella und der Veganer ist das Nutoka. Was ziemlich belastend ist, weil ich beides nicht essen kann. So, weil ich möchte mich jetzt auch ehrlich nicht über Veganer lustig machen. So, wenn hier Veganer da sind, wirklich bleibt dabei. So, ich möchte auch keine Witze machen über Tofu, einfach weil ich das geschmacklos finde. So, was wirklich geschmacklos war, war meine Religionslehrerin in der 8. Klasse, weil sie hatte bei uns ihre Lehrprobe und die lief super. So, und dann hat sie uns als Dankeschön jedem so ein Stück Vollmilchschokolade geschenkt. Und ich war so, Entschuldigung, aber das kann ich leider nicht essen. Daraufhin meinte sie, was? Du kannst keine Vollmilchschokolade essen? Also an deiner Stelle würde ich mich umbringen. Ja, war in der 8. Klasse. Den Rest der Stunde haben wir dann über aktive Sterbehilfe debattiert. Ich habe noch nie so viel im Unterricht teilgenommen. Ja, ansonsten hänge ich auch sehr viel in Reformhäusern rum. Lerne da auch überwiegend Frauen kennen. Weil ich... Das ist mein letztes Date. So. Weil ich mir so dachte, ich gehe da einkaufen, ich mache da mein Dating, ich halte mir meine Wege kurz. So. Und ich habe da mittlerweile auch eine ziemlich geile Pickup-Line. Und Nightwash, das ist jetzt mein Geschenk an euch. Ich schenke euch meine Pickup-Line aus dem Allnatura. Und zwar geht die folgendermaßen. Hey Baby, vergiss die Leinsamen. Lass mich dich einsamen.
funktioniert vor allem bei Gehörlosen. Super! Da kannst du dir Tinder direkt wieder deinstallieren, Alter. Finde ich sowieso völlig unnötig. Mich hat da mal eine angeschrieben auf Tinder. Sie meinte, hey, Fabian, wie machst du es denn mit dem Frühstück? Schüttest du dir zuerst Milch in die Schale rein oder zuerst die Cornflakes? Und dann meinte ich, Milch ist bei mir schwierig. Da bin ich die falsche Adresse, Schwester. So, wenn ich mir da Milch reinschütten würde, dann würde ich sterben. Und daraufhin meinte sie, dann stirb doch einfach. Ich habe mir dann ihr Profil nochmal genauer durchgelesen und habe gesehen, ah, die Frau ist Religionslehrerin. Da schließt sich der Kreis. So, aber ich möchte auch ehrlich keine Witze machen über ReligionslehrerInnen, möchte die da nicht bashen, weil die haben einen verdammt harten Job, so, okay? So, die müssen im Jahr 2021 so eine Instagram- und TikTok-Generation sagen, dass das, was Jesus im Jahr 21 gemacht hat mit dem Wasser und dem Wein, auch ganz schön lit gewesen ist. Kleiner Spoiler, das juckt keinen, so. Und ich dachte mir so, okay, irgendwie muss das ja dieser jungen, flyen, hippen Generation wieder näher bringen, so das Ganze so. Und ich schaue euch an, ihr seid ja auch alle sehr jung, sehr fly und sehr hip, mehr oder weniger. Hab's mir auch gar nicht selber abgekauft, ehrlich gesagt. Und ich dachte mir so, was richtig cool funktioniert bei den coolen Kids gerade, sind diese Eistees, ja, das sind diese Brattees, diese Dirties, diese Hafties. Und ich dachte mir, auf den Zug muss die Kirche doch jetzt aufspringen. So, this is a once-in-a-lifetime-opportunity. Kickt den Wein von der Karte und stellt euch doch einfach vor, ab jetzt für euch exklusiv in jeder Kirche erhältlich, der Jesus Christi. Bam! So, Weltfrieden einfach. So, kannst du auch wirklich jede Geschmacksrichtung rausbringen. Kannst du anfangen mit den Klassikern Weihrauch, Myrrhe, Gold. Dann die Feiertagsedition, ein bisschen Minze dazu. Zack, hast du Gründonnerstag. So, oder mein Favorite, der Christi Himmelfahrt. So, ich meine, wenn du faul bist, kannst du auch ein Hostie rausbringen. Also ich weiß es nicht, wie es euch geht, Nightwatch, mir ist gerade schon ein bisschen warm geworden. So. Puh, ist das warm. Das ist ein 100er, aber es hat mich 1 Euro beim Teddy gekostet. War die beste Investition meines Lebens. Alter, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Mein Name ist Fabian Lampert. Für euch zum ersten Mal bei Nightwatch. Fabian Lampert!